Hallo und herzlich willkommen in der Kanzlei SPKW Sobczak & Partner. Heute wollen wir uns mit dem Ausbildungsunterhalt von volljährigen Kindern beschäftigen. Grundsätzlich ist es so, jeder kennt es, nach der Schulausbildung ist es so, dass die Kinder meist aus dem Haus gehen, eine Lehre beginnen oder ein Studium. In diesem Moment fragt man sich, muss man die Kinder denn noch weiterhin unterstützen? Gibt es sogar gesetzliche Pflichten, das zu tun? Grundsätzlich ist es so, dass ein Volljähriger seinen Lebensunterhalt selbst verdienen muss. Das ist im Grundsatz auch die gesetzliche Entscheidung. Allerdings gibt es eine Ausnahme. Die Eltern bleiben weiterhin verpflichtet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Erstausbildung des Kindes zu unterstützen, zu finanzieren. Dieser Ausbildungsunterhalt, den das Gesetz vorgibt, beruht auf einem Gegenseitigkeitsverhältnis. Die Eltern sollen das volljährige Kind während der Erstausbildung weiterhin finanziell unterstützen, um das Kind in die Lage zu versetzen, selbstständig Geld zu verdienen, um dann auch den eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Auf der anderen Seite ist das Kind verpflichtet, eine Ausbildung möglichst zügig und zielstrebig durchzuführen. Zunächst einmal muss man sich die Frage stellen, handelt es sich denn um eine berufsorientierte Ausbildung? Handelt es sich um eine Erstausbildung? Diese beiden Fragen stehen zumeist im Mittelpunkt des Ganzen. Es kommt ja nicht so selten vor, dass zunächst mal ein paar Monate ins Land gehen und dann erst eine Ausbildung oder ein Studium begonnen wird. Und manchmal gibt es auch Fälle, in denen auch einige Jahre ins Land gehen und dann erst ein Studium oder eine Ausbildung durch das Kind begonnen wird. Und da stellen sich meistens die Fragen, muss dann ein Elternteil tatsächlich noch diese Ausbildung finanzieren? Bei den Gerichten sind öfter Fälle anhängig. Hier geht es zumeist darum, dass Töchter zunächst mal zu Hause geblieben sind, möglicherweise auch Kinder bekommen haben und dann ein Studium beginnen. Und hier sind die Gerichte meistens großzügig und sagen, ja, auch in diesem Fall, insbesondere auch im Falle vorheriger Kindererziehung, kann dann auch später noch eine Erstausbildung begonnen werden, die dann auch noch von den Eltern unterstützt werden muss. Es ist jedoch die goldene Regel, je älter das Kind wird, desto strenger sind die Anforderungen zu stellen, wenn denn hier noch eine förderfähige Erstausbildung angenommen werden darf. Die dritte Frage, die sich stellt, ist denn die Ausbildung, die das Kind macht, begabungsgerecht? Also nicht jede Ausbildung, jedes Studium mag dann auch unbedingt förderwürdig sein. Ein Beispiel, was wir vielleicht jüngst aus der Rechtsprechung entnehmen konnten, war der Fall, dass ein Kind zunächst mal eine Bibelschule besuchte und das als hier in dem Fall auch einen Ausbildungsunterhalt verlangte. Und da war die Rechtsprechung auch eindeutig, dass man hier natürlich nicht von einer notwendigen Erstausbildung sprechen konnte. Man muss schauen, zum Beispiel, wenn das Kind keinerlei Begabung vielleicht auch für ein Gebiet hat und trotzdem dort ein Studium anfängt, auch hier ist zu prüfen, müssen dann die Eltern das finanzieren. Auch hier sind strenge Anforderungen zu stellen. Die wichtigste Frage, die sich ja immer stellt, ist dann auch die Frage, ist denn eine solche Finanzierung den Eltern überhaupt zumutbar? Insbesondere dann, wenn sie noch minderjährige Kinder unterstützen müssen und so weiter. Hierbei ist insbesondere zu beachten, dass bei volljährigen Kindern der Selbstbehalt der Eltern tatsächlich auch bei 1.300 Euro festgemacht ist. Das heißt, alles das, was darüber hinaus noch an Geld übrig ist, kann überhaupt erst für den Unterhalt eingesetzt werden. Das ist oft dann auch schon nicht mehr der Fall, sodass auch hier Grenzen für diesen Unterhalt bestehen.
Ja, und eine ganz wichtige Frage ist, wenn das Kind natürlich eine Ausbildung oder ein Studium plant, hat es natürlich auch die Eltern über die Schritte zu informieren. Kommt das Kind dieser Informationspflicht nicht nach, dann sind Unterhaltsansprüche, wie man so schön sagt, auch verwirkt. Das heißt, das Kind kann dann nicht von den Eltern erwarten, dass sie dann eine Ausbildung, ein Studium finanzieren, von dem sie vorher gar nichts wussten und was vorher vielleicht auch nicht abgesprochen war. Und Sie sehen, bei diesem Ausbildungsunterhalt für Volljährige sind viele Dinge zu beachten. Es bestehen Gegenseitigkeitspflichten zwischen Eltern und Kindern. Und es ist oft nicht einfach, hier solcherlei Unterhaltsansprüche tatsächlich insgesamt durchzusetzen bzw. zu formulieren. Und es kommt häufig vor, dass insbesondere auch wenn das Verhältnis etwas zerrüttet ist, Rechtsstreitigkeiten vor den Gerichten landen. Zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen zur Verfügung die Rechtsanwälte Thomas Petter, Robert Kaiser, Thomas Will und Steffen Balke sowie die Steuerberaterin Anja Petter. Kanzlei SPKW Sobczak und Partner. Bahnhofstraße 8 in Zossen. Telefon 0337 77 33 99 0 oder im Internet auf spkw.eu.